Es gibt zwei Methoden, um Menschen gefügig zu machen und die deutschen Mittel zu regieren. Die eine Methode ist, mit Angst zu regieren. Phobokratie habe ich das mal genannt. Herrschen mit Angst. Wie in der Corona-Zeit. Zum Beispiel. Oder natürlich jetzt im Zusammenhang mit Klima. Wenn du nicht Müll trennst, sterben Eisbären und so weiter mehr. Das ist die eine Methode. Herrschen mit Angst. Ja, und die andere ist, verdumme das Volk, dann regiert es sich leichter. Ja. Aber da bin ich wieder bei meiner Frage, wie kann es so weit kommen? Es gibt doch, oder es gab in Deutschland doch mal einen sehr lebendigen Mittelstand, eine Mittelschicht. Alle schauen irgendwie zu, hat man den Eindruck, ja, da die Kinder überbildet, verblödet oder was da, auch immer. Dann kam die Egalisierung, alle müssen Abitur haben, alle müssen studieren. Und wir haben mittlerweile doppelt so viele Studienanfänger wie vor 20 Jahren. Wir haben dreimal so viele Studenten wie Leute, die eine berufliche Ausbildung machen. Und da braucht sich dann zu wundern, wenn Fachkräfte fehlen und wenn das Qualified in Germany, also das hochgehaltene berufliche Bildungswesen in Deutschland, letztendlich hops geht. Das Ganze, diese Egalisierung, hat natürlich nur stattgefunden durch Abbau von Ansprüchen.